Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Emergency Wuppertal. Nach langer Zeit werden wir heute mal wieder reinspielen, denn es hat sich im Laufe der Zeit hier wirklich einiges verändert. Es gibt neue Fahrzeuge, neue Mechaniken, es ist alles viel realistischer und wie das funktioniert, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal hier im Freeplay-Modus an, denn einen Kampagnenmodus gibt es aktuell noch nicht, soll wohl noch kommen, aber auch der Freeplay-Modus ist schon sehr interessant. Die Karte ist zwar ziemlich ähnlich zu dem, was man schon so kennt, ich glaube Berlin, daran ist es angelehnt, aber es gibt auch da ein paar interessante Details und die Fahrzeuge, ihr seht sie gerade schon, sind mega. Gut, aber dazu später mehr. Jetzt müssen wir erstmal auf unseren ersten Einsatz warten, den können wir jetzt hier oben zwar auch generieren, aber ich warte jetzt einfach mal oder spure ein bisschen vor und werde mich überraschen lassen, was jetzt gleich... Notruf. Ach ja, ein Brand. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Klassiker. Löschen Sie alle Brände. Da würde ich sagen, schicken wir die Berufsfeuerwehr hin. Und zwar ein HLF. So. Sofort. Das wird ein kurzer Einsatz. Und ich denke, also je nachdem, wann die Leute jetzt da sind, muss man hier auch gar nicht so eine große Löschwasserversorgung mit Hydrant und allem aufbauen, sondern es reicht vermutlich der Schnellangriff. Aber das müssen wir gleich mal kurz checken. Und vor allen Dingen muss ich mal checken, von wo die Feuerwehrautos kommen oder von wo das HLF kommt. Ah ja, hier. Nachbarstraße. Dann habe ich es einigermaßen intelligent ausgewählt, denn ich glaube, Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr sind etwas unterschiedlich platziert. Und Polizei und sowas. So. Gut. Jetzt müssen wir aber auch schon Gas geben. Hier vorne wartet der Bus. Bin bereit. Ich glaube sogar die Linie stimmt. Also die gibt es vermutlich tatsächlich. Und dann sollen erstmal alle Mann hier in aussteigen. Ordnung. Inklusive des Gruppenführers, der hier immer so ein bisschen die Kommandos gibt. Und dann würde ich sagen, einmal hier S-Ohr aufbauen. In Ordnung. Ich denke, das wird schon reichen. Dann geht der Maschinist hier hinten dran und der jetzt hier... Verstanden. Das den Schnellangriff hat, kann hier einfach schnell und bequem löschen. Das ging sehr, sehr flott, geht aber nicht immer so flott und ich denke, wir werden es auch sehr schnell ausbekommen, das Feuer. Man sieht es ja hier schon. Haben wir hier auch eine Anzeige, wie viel Wasser noch drin ist? Vermute ich dieses grüne Symbol, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, und was ich auch ganz schick finde, ist, dass man hier auch die Lampen anmachen kann oder Warnblinker an und aus. Ist ganz nett gemacht. Da weiß ich gar nicht, ob das auch im Standardspiel ging. Gut, aber damit ist der Brand sehr schnell gelöscht worden. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier alles wieder ab. Und ihr könnt schon mal alle wieder einsteigen. Wird gemacht. Ja, jawohl. Höre. Bin dabei. Das war natürlich eine leichte Aufgabe, aber bei einem Gebäudebrand geht das so nicht. Mal gucken, was noch so kommt. Ich spüre mal ein bisschen weiter vor. Was geht's? Kein Problem. So, hier ist auch alles abgebaut. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Dann können wir wieder ins Hauptquartier zurück. Zu Befehl. Und lassen den Verkehr hier in weiter. In einem mehrstöckigen Gebäude ist es zu einem Großbrand gekommen. Ah ja. Es sind mehrere Personen eingeschlossen und es gibt Meldungen zu verletzten Personen. So. Löschen Sie die Brände und retten Sie die eingesperrten Personen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, was wir hier machen. Also ich würde sagen, wir nehmen einen kompletten Löschzug. Das scheint jetzt eine größere Lage zu sein. Wo ist das? Das ist hier das. Ah, da ist auch noch eine Person eingeschlossen. Na, das ist ja wirklich, da ist ja alles dabei. So, dann noch eine Drehleiter. Und dann gucken wir mal schnell. Das scheint auch nicht verfügbar zu sein. Dann nehmen wir dieses HLF hier dazu. Sofort. Und brauchen wir sonst noch irgendwas? Einen Krankenwagen brauchen wir vermutlich noch. Nehmen wir auch auf jeden Fall mal den hier. Den stellen wir aber mal hier hin. Alles klar. Und dann gucke ich mal, dass die ganzen Autos hier nicht mehr langfahren, weil das ist ja so ein Emergency-Problem. Wenn sich das dann hier staut und die Brände irgendwie ein bisschen größer werden, dann werden auch gerne mal nicht nur Bäume angesteckt. Ah ja, das wird wirklich witzig jetzt gleich. Sondern geraten auch mal Autos in Brand und deswegen werde ich versuchen, die jetzt alle mal umzuleiten. Und zwar schon hier vorne. Und dazu brauchen wir hier ein Polizeiauto. Okay. Und hier vorne nehmen wir mal so ein Vito. So. Dann können die nämlich die Autos hier lang leiten. Und dann ist hoffentlich niemand hier auf der Straße. So, da ist schon der Einsatzleitwagen. Zu Befehl. Jo.
Der kann hier neue Aufgaben, glaube ich. Ah ne, der kann die Alarmstufe erhöhen. Befehle. Also er hat nicht so eine krasse Aufgabe. Aber er gehört halt jetzt irgendwie mal dazu. Und der Autofahrer, der hat sich wirklich ganz intelligent positioniert. Ah, jetzt müssen wir... Erwarte Befehle. Das ist ein bisschen wie in der Realität. Jetzt müssen wir die hier erstmal alle zur Seite schicken, damit der Dummi da vorne weiterkommt. Höre. So, ihr könnt schon mal aussteigen, Höre. Bitte. Kein Problem. Ja, komm, jetzt fahr. Das macht mich jetzt schon ein bisschen sauer. Bin bereit. So, alle aussteigen. Dann bitte Bin einmal bereit. An den Hydrant anschließen. Genau. In Ordnung. Drehleiter muss angeschlossen werden und... an den Hydrant muss ich auch jemand anschließen, bitte. Dankeschön. Ja. Ihr schnappt euch hier schon mal... Ah ne, wir müssen auch auf jeden Fall noch einen Verteiler setzen. Das machen wir mal hier hin. So. Okay, der dirigiert da alle. Und... Also ich bin kein Feuerwehrfachmann, ne? Also das muss ich vielleicht vorab mal noch sagen. Müssen wir gerade schauen, wie das hier alles funktioniert. Also der scheint mit dem LF verbunden zu sein. Und... Erwarte Befehle. Was geht's? Gut, das scheint jetzt soweit alles zu funktionieren. Bin bereit. Damit geht's hier schon mal los. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir den hier auch starten und holen die Person hier raus. Oder, ah nee, wir müssen, dann soll der hier mal mit der... Ja? Soll der hier mal mit dem Löschen beginnen. Und wir schauen uns an, die Drehleiter geht auch schon voran. Verstanden. Der soll sich die Axt holen und dann mal hier reingehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier so eine Zuteilung, Angriffstrupp oder sowas gibt. Okay. So, und der steht hier auch ein bisschen dumm rum. Der soll da auch reingehen. Ist in Arbeit. So, aber wie gesagt, also ich bin jetzt kein Feuerwehrfachmann. Das, was ich weiß, weiß ich so vor allen Dingen durch euch. Aber ich werde bestimmt ganz viel falsch machen. Also wenn ich irgendwas falsch sage oder sowas, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Da gibt es bestimmt einiges zu bemängeln. Und während die... Oh, ja, hier geht's schon los. Wir brauchen erstmal weitere Feuerwehrfahrzeuge hier. Wir holen noch ein zweites HLF. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die Freiwillige Feuerwehr wird auch noch mit dazu geholt. Okay. Ja, jetzt geht's ja richtig los. Jesus Maria. Wir müssen nämlich mal schnell hier... Höre. Das muss jetzt der Gruppenführer mal hier machen. Okay. Weil anders die sterben sonst. Obwohl, nee, Moment. Was gibt's? Die können das ja machen. Ah nee, okay, der Gruppenführer, der dirigiert das, alles klar. Gut. So, die löschen zu zweit jetzt hier gerade. Höre. Der kann sich auch mal schnell noch einen Schlauch schnappen, bitte. Wird erledigt. So, und dann holt er den bitte mal hier außerhalb der Reichweite. Hier auf die andere Straßenseite ist vielleicht. Ist in Arbeit. Und bin bereit. Der hier soll auch noch weg. Alles klar. So. Ja. Und der kommt da auch mal bitte weg. So, okay. Also es läuft erstmal ganz gut eigentlich, aber der muss hier weggeparkt werden, sonst gerät er gleich auch in Brand. Nur mit dem Feuer und der Feuerausbreitung, da bin ich nicht so ganz glücklich mit, weil das nimmt jetzt langsam Form an. Die sind besorgniserregend. So. Dann einmal schnell hier ebenfalls eine Wasserversorgung aufbauen. In Ordnung. Erwarte Befehle. Und die holen sich alle schon mal ein. Oder da holen sich zwei schon mal. Erwarte Befehle. Wobei man kann ja drei anschließen an Verteiler, ne? Verstanden. Dann sollen die direkt mal drei nehmen. Höre. Und einmal den Verteiler hier vorne hin. Jetzt habe ich mich immer noch nicht um die Polizei kümmern können. Also. Ach, Moment. Das ist Blödsinn. Hier, soll er hin. Und der holt den hier hin. Und hier übernehmen dann die Rettungssanitäter. Höre. In Ordnung. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Rettungswagen. So.
Nee. So. Jawohl. Hier soll er hin. Okay. Gut, also eigentlich ist gar nichts okay, aber... Kein Problem. Ich hoffe, die können sich da jetzt nochmal annabeln und können dann ein bisschen mithelfen beim Löschen. Der soll sich auf jeden Fall mal darum kümmern. Und die fangen hier auch schon an. Hervorragend. So soll es sein. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, während die jetzt hier löschen, also man hätte es vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle bringen können, indem man ein bisschen mehr Taktik noch an den Tag gelegt hätte, weil das ist jetzt wirklich auf den ganzen Gebäudekomplex hier übergesprungen und jetzt ist es eigentlich eher so, ja, Schadensbegrenzung, die man hier durchführen muss. Wieso machen die denn hier nichts? Brauchen wir einen Notarzt? Vermutlich, ne? Wir holen mal einen. Besser ist es. Der stellt sich mal hier hin. Wird erledigt. So. Wo sind die denn jetzt hier alle? Okay, die löschen offensichtlich alle. Ja. Nur der nicht. Der hat heute seinen freien Tag. Der denkt sich, arbeiten mach ich morgen. Bin bereit. So, der kann auf jeden Fall hier schon mal die... Bin dabei. Einsatz. Ach, okay, der hat die Alarmstufe erhöht. Und jetzt haben wir mehr Fahrzeuge, die wir verwenden können. Bin also bereit. Die jetzt freigegeben wurden. Ich glaube, die können wir auch schon vorher verwenden, jawohl. Aber ich meine, ich habe sie ja schon geordert. So, einmal alle aussteigen bitte und dann hier mithelfen. Auch hier einmal schnell Wasserversorgung aufbauen. Hier vorne. Bin dabei. So, wie viele haben wir jetzt noch? Opfer mit Sanitäterteam abtransportieren und mit Notarzt behandeln. Okay, der Notarzt, der ist noch nicht eingetroffen und der muss hierhin, bitte. Ah, da sind wir doch. Bin bereit. So, bin bereit, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann bitte einmal aussteigen. Und dann hier um die Verletzten kümmern. Kein Problem. Dann haben wir das jetzt so langsam. So, und wie es scheint, fängt das jetzt so langsam an zu laufen hier. Was gibt's? Alle drei können sich einen Schlauch holen und dann bitte ranmachen. Bin bereit. So. Und da kommt der zweite RTW. Na gut, es stand sogar oben, dass man mit dem Notarzt behandeln muss. Also jetzt haben wir 50 Brände, aber ich glaube, so langsam kommen wir hinterher. Ich muss es immer noch so ein bisschen im Auge behalten. Höre. Wer bin hier dabei. Was macht. Denn was viele. Gibt's? Der soll sich mal hier dran machen. Okay. Danke. Was und gibt's? Der macht sie am besten mal. Hier geht schlecht. Der macht er sich auch mal hier dran. Ist in Arbeit. So. Ist natürlich ein bisschen komplizierter als in dem Standard-Emergency-Spiel, weil man hier einfach alles von Hand machen muss. Und es gibt nicht diese TLF, diese Tanklöschfahrzeuge, die so einen Monitor haben, womit man das direkt ganz bequem ausschießen kann. Sondern man muss das hier etwas strukturierter machen und sich etwas mehr da reinhängen. Aber wird erledigt. Es sieht so aus, als ob ich jetzt langsam nachkomme. So, hier fließt auf jeden Fall noch überall das Wasser. Der holt sich wieder auch einen Schlauch und macht mit. Und die stehen hier alle noch rum und wissen nicht, was zu tun ist. Um die kümmern wir uns gleich. Aber der bitte erstmal anschließen hier. Bin bereit. Kein Problem. Erwarte Befehle. Okay. So. Und. Was gibt's? Jetzt müssen wir gerade noch einen Verteiler legen lassen, deswegen fangen die noch nicht an. Ja. Das sollte man natürlich machen. So. Okay, der geht weiter. Der Maschinist macht da seinen Job. Höre. Und die gehen jetzt einfach schon mal ein bisschen rein hier. Wird erledigt. Die Gebäude kühlen. Ja. Schadensbegrenzung. Bin dabei. Oi. Das brennt hier lichterloh. Also in der Realität ist natürlich alles andere als lustig. Da sollte einem sowas, was mir jetzt passiert ist, nicht unbedingt passieren. Und eigentlich müssten wir mit der Polizei nochmal alles absperren. Aber wir können zumindest schon mal dafür sorgen. Wir haben ja erstaunlich gut dafür gesorgt. Dass die Autos hier, aber ich glaube, wir machen es trotzdem mal so, dass ich die einfach hier weiterfahren lasse. So.
Okay, und damit ist eine Umleitung eingerichtet. Und die können dann schon mal weiterfahren und halten eigentlich den Verkehr auf. So, 22 von 54. Ich hätte früher mehr Einheiten rausschicken müssen, glaube ich. Erwarte Befehle. Naja, man lernt. Kein Problem. Was geht's? Okay, der ist immer noch damit beschäftigt, hier dieses Gebäude zu löschen. Ich suche die ganze Zeit nach Leuten, die hier untätig rumstehen, aber ich glaube, so langsam sind wirklich alle beschäftigt. Und der hat sich um beide gekümmert, das heißt, ja? Schnell mal die Trage holen. Kein Problem. Und der würde auch. Verstanden. Bin bereit. Bin dabei. Und dann müssen die da auch schnellstens raus. Bin bereit. Kein Problem. Aus der Gefahrenzone. Und wir müssen noch Fahrzeugwracks abschleppen. Was, wo ist denn hier das Fahrzeugwrack? Ach, hier. Ach du Scheiße. Macht mal hier mit. Ja. Wo ist der Verteiler hier? Verstanden. Hier können Sie auch noch weiter anschließen. Kein Problem. So. 57 Brände sind's. Ah, nee. Shit. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir den Notarzt hier doch nochmal reinschicken. Alles klar. Scheiße. Höre. Aber wieso ist das Feuer hier über... Mist. Naja, gut. Holt euch mal hier die Trage. Sofort. Höre. Und der soll dann mal... Kann er hier von dem hier die Trage holen? Wird gemacht. Was geht's? Weiß es nicht. Und dann sollte zumindest schon mal die, die jetzt verletzt waren und hier rausgezogen wurden, sollte er dann schon mal mitnehmen. Ah, hier. Ja. Wird erledigt. So. Und dann kümmern wir uns mal hier weiter drum. Was geht's? Bin bereit. Also hier bitte mal das Auto löschen. Bin dabei. Wäre ganz schön. So, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Also jetzt kommen wir langsam hinterher mit drei Löschfahrzeugen hier. Was mit ihm? Bin bereit. Er ist noch unentschlossen. Will ich helfen oder nicht? Ach, ich warte mal, was passiert. Haben wir hier noch irgendwo einen Verteiler, wo was frei ist? Hier vielleicht. Bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass es noch passt. Jawohl. Jawohl. Okay, einmal aufladen hier bitte. Und dann wieder zurückkehren. Ja, wo ist der Mann mit seiner... Ach nee, jetzt geht das hier auch noch los. Fang du mal an hier. Wird gemacht. Und du machst das Menge. Wird erledigt. Scheiße. Okay, und hier auch noch einer. Ganz schnell. Hat der einen Schlauch? Nee, dann soll er sich mal einen holen. Kein Problem. Hier, du. Erwarte Befehle. Einmal schnell hier... runterkühlen. Ah ne, ist schon aus. Okay, hier scheint sich das nicht weiter zu... Sofort. ...auszudehnen. Das ist jetzt ein Großbrand, also ein echter Großbrand. Aber ich bin mir sicher, wir werden den hinbekommen. Also wir werden den irgendwie geregelt bekommen. Höre. Das hier bitte auch nochmal löschen. Und dann kann hier die Polizei schon mal... Was geht's? ...einen Abschlepper rufen. Bin dabei. Und jetzt muss hier noch irgendwie dieses Gebäude hier gelöscht werden. Ach, Leute. Das ist mal wieder absoluter Kappes. Wo wollen Sie hingehen, Herr Polizist? Am besten direkt durch die Flammen. Besser ist es. Der direkte Weg ist immer der beste. Ach, Leute. So. Okay, jetzt brauchen wir mal... Also, der hat den hier versorgt. Dann versorgt er bitte noch den. Und jetzt ist noch die Frage, wo ist der Typ mit der Liege abgeblieben? Was geht's? Verstanden. Man weiß es nicht. Ist in Arbeit. Ja? Ich hatte den doch hier hingeordert. Wo ist der? Ah, wir werden es gleich sehen bei den Aufräumarbeiten. Okay. So, der löscht hier noch. Jetzt müsste aber mal jemand, ja genau, nochmal zurückrennen und da mit löschen. Das Bäumchen. Gut, aber jetzt ist es wirklich endlich hier alles unter Kontrolle. Was gibt's?
So, der soll sich bitte dann mal hier um... Obwohl, nee, ich lass die mal weitermachen hier in ihrer Dreier-Traktion. Ja? Wir ordern die alle mal nach hier. Okay. Zu dem Gebäude. 6 Leute hier mit ihren Schläuchen. Und die können noch mal hier mitmachen. Wieso löscht er nicht mehr? Muss der umgestellt werden? Vermutlich, ne? Ich glaube, die können aber schon abbauen. So. Bin bereit. Und der bitte einmal. Ist in Arbeit. So, und jetzt kommen die ganzen Rettungsdienstwagen nochmal. Um jetzt auch wirklich alle mitzunehmen. Wir nehmen mal hier diesen RTW, dann haben wir den auch mal gesehen. Und diesen RTW. Obwohl, ich glaube, den habe ich hier schon, ne? Mittlerweile ist es dunkel geworden, aber ich habe den Großbrand tatsächlich löschen können. Ihr seht's hier. Ich meine, der war ja eben schon gelöscht, aber ich dachte mir, ich kürze das jetzt einfach mal ab. Man muss die Wasserversorgung auch Gott sei Dank nicht selbst abbauen, sondern man kann einfach hier auf Headquarter drücken. Ich meine, hier ist es jetzt schon alles abgebaut, aber man kann dann einfach auf Headquarter drücken und dann bauen die das alles vollautomatisch ab. Das ist natürlich sehr dankbar, das ist sehr gut, weil sonst wäre es sehr viel Arbeit, da den Überblick zu behalten. Aber ich würde sagen, wir schicken die schon mal wieder weg und dann gucken wir schnell, ob jetzt hier noch irgendwelche Einsatzfahrzeuge stehen. Ne, diese Umleitung, die hätte ich vielleicht noch irgendwie korrigieren können. Der scheint nicht mitgekommen zu sein. Die müssen wir dann irgendwie zu Fuß nochmal schicken. Ich habe es aber auch deshalb abgekürzt, weil dieser Clown hier meinte, auf die Brücke gehen zu müssen. Ja, anstatt den die verletzte Person also in den RTW zu bringen, ist er hier oben hingegangen und deswegen habe ich auch 49 Minuten mittlerweile, weil ich erstmal den Fehler finden musste, warum wird er nicht abtransportiert. Ja, der dachte sich, heute machen wir mal unsere sportliche Runde. Und da kommt er angerannt und hier muss er rein. Jo, das hat er gefunden, immerhin, gut, und dann geht's endlich zurück mit dem Rettungswagen. Ja, und ich glaube, hier kann man auch Licht und Blaulicht und sowas separat unten rechts einstellen. Aber ist schon sportlich und nett hier. Emergency. Kann man anders nicht sagen. Und dann würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze jetzt, damit er schnell zurückkommt. Die Person, die da jetzt transportiert wird, scheint es nicht so dringend oder so eilig zu haben, dass jetzt auch ohne Blaulicht zurückgefahren wird. Schnell schauen, wo er jetzt ist. Hier an der nächsten Ampel. Und dann sind wir gleich fertig. Gut. Den Autodiebstahl werden wir jetzt nicht mehr machen. Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal angehen. Wenn ihr das sehen wollt. Zwingen Sie es zum Anhalten. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn und das gestohlene Auto ab. Okay, wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr noch eine weitere Episode von Emergency Wuppertal haben oder sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.